Das ist nämlich der der Scientist, der soll schön in der Basis bleiben und sich hier nicht irgendwo umbringen. Falls jetzt irgendwas schief geht, haben wir den schon mal an sicherer Stelle und dann machen wir jetzt gleich unser Experiment. Die Überlegung war dann nämlich zu sagen, dass ich tatsächlich in den Rover den Fertilizer-Tank baue, weil das hatte ich das mit dem Umstellen probiert. Und den Bodentank, also der da jetzt rumliegt, auf Gypsum umstellen und dann halt einfach in den Tank abbauen und mit dem Konverter uns den Tank im Rover mit Fertilizer füllen. Und dann fährt man, wenn die Fertilizer-Ladung voll ist, rüber und transferiert das drüben ins Gebäude rein. Das wäre so der Plan. Mal gucken, ob der Plan so funktioniert. Und während der Abbausession ist man quasi da vor Ort angedockt und holt sich halt das Zeug daraus. Weil dann haben wir dieses ganze Hin- und Hergedüdel nicht und wir kommen mit Fertilizer. Und es ist ja nicht schlimm, dass die Produktionsstätte jetzt ein bisschen abseits ist. Genug Solarpanels haben wir da, um tagsüber zu arbeiten. Cooling ist jetzt am Rover dran. Müsste halt nochmal überlegen, ob man irgendwann das Ding vom Rover runterbaut, weil ich befürchte, dass der Rover nicht besonders agil ist mit dem Dockingport oben, mit dem MPU oben drauf. Aber wenn ich ein paar Kerbals habe, kann ich das ja nochmal umbauen. So. Und jetzt werden wir mal unseren einen Auftrag noch erledigen nebenbei. Und Review Store Data. Und das da können wir zumindest mal übertragen. Das gibt A Science und B erledigt es den einen Auftrag, den wir heute noch erledigen wollten. Das kannst du mal aufheben, falls hier irgendwann ein Labor herkommt. So. Jetzt kommen wir mal zu den Vögeln hier. Dum-di-dum-di-dum. Du kannst auch wieder in deinen Rover rein. Debris mit den Batterien. Ich weiß gar nicht, welchen du jetzt meinst. Ich hatte da keinen Dockingport gesehen beim Gucken, aber das heißt natürlich nichts, nur weil ich das nicht sehe. Kann da natürlich durchaus was sein, aber der Debris mit den Batterien war echt weit weg. Also wirklich weit weg. So. Zack. Traue ich mich mal rumzufahren? Nee, im Moment nicht, ehrlich gesagt. So. Verdammt. Das Zeug müssen wir alles mal dekonstruieren. Ja, man kann vieles noch nutzen. Die Frage ist halt immer, ob man da noch hinfahren will. Invi, sehr schön. Invi, du kommst gleich dran. Der Skunk, da ist er. Der Skunk. So. Unser Bergbauexperte, der kann schon mal die Bohrer startklar machen. Glaube, in die Richtung geht es wahrscheinlich schneller. Ja. So, und jetzt wäre die Überlegung zu sagen, dass wir hier uns zwei von diesen Plugs rausnehmen. Aber bitte sagt, dass ich bitte nicht die Resource-Konnektoren nicht dabei habe. Nein! Ach, drei Stück sind noch da. Und zwei brauche ich. Sehr schön. Sehr schön. So. Und Elam, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kronauten und natürlich auch dir viel Spaß beim Zugucken. So.
kommt hier einer ran. Und hier hinten kommt einer ran. Ich glaube, man kann die herumliegenden Teile zu Material Kits machen, wenn mich nicht alles täuscht. Da brauche ich dann nur irgendwas, was Material Kits speichern kann und als, glaube als Warehouse eingestellt ist oder so. Glaube ich. So. Jetzt müssen wir mal zum Rover zurück. Gut, jetzt können wir nicht mal checken, auf was die Dinger eingestellt sind. Das hier ist auf Machinery eingestellt. Okay. Verdammte Axt. Machinery ist natürlich auch wertvoll, ne? Können natürlich hier einfach mal ein bisschen was rüber transferieren. Opfern die mir die Machinery für unseren tollen Spaß, den wir uns erlauben wollen? Oder tun wir das nicht? Eigentlich schon. Ja, nee, ich brauch einen Tank für Fertilizer und einen für Gypsum. Aber vielleicht kann ich hier noch irgendwas. Vielleicht sind hier noch irgendwie Tanks drin. Mal gucken. Da ist auch Machinery drin. Ne. Okay, Gypsum, Fertilizer. Habe ich irgendwas Kleines? Irgendwas Kleines mit... Das wäre echt schade um die Machinery. Aber ich will auch nicht tausendmal hin und her fahren. Was ist da drüben? Wie machen wir das? Ich meine, das wäre zwar ärgerlich mit der Machinery, aber da muss ich halt wieder welche einfliegen. Also auf jeden Fall können wir schon mal sagen, wir starten hier den Abbau. Aber die Frage ist, in welchen Tank? Oder ich probiere das Ding hinter mir herzuschleifen. Bis zur Basis. Jetzt könnten wir den Schleifplan nochmal probieren. Wenn ich sehr vorsichtig fahre, vielleicht machbar. Rover. Irgendwo muss doch der Rover sein. Da. Mal gucken, ob das funktioniert. Hui. Okay, ich bin ein bisschen arschlastig geworden dadurch. Aber es geht prinzipiell. Ich muss halt langsam fahren. Okay, wir probieren das einfach aus. Ich probiere das mit zur Basis zu nehmen. Dann muss er nur noch einsteigen gleich. Und dann fahren wir einfach mal rüber. Das wird wahrscheinlich wirklich witzig, das zu schleifen, ja. Bohrer müssen wir noch einfahren. Und dann fahren wir ganz vorsichtig zur Basis rüber. Mit unserem Tank. Nein, dem Rover passiert nichts. Wenn, dann wird hinten das Teil explodieren. Dem Rover passiert nichts. Das dürft ihr mir dann vorwerfen, wenn ich das fälschlicherweise gesagt habe. Gut. Dann würde ich sagen, Beinchen rein. Ich hoffe, dass wenn dann die Leitung reißt, das wäre so meine Unterstellung. Also meine Unterstellung ist, dass die gefährdetsten Teile sind diese Leitung vom Stress her und dieser Tank. Dass wenn irgendwas schief geht, geht irgendwas an der Stelle schief. Mm-hmm.
Okay, lenken klappt auch nicht besonders gut, aber hey. Oh ja, der Bohrer ist noch draußen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke für den Hinweis. Ich habe es ausnahmsweise mal gelesen. Es ist aber nicht der Grund, warum unsere Steuerung so scheiße funktioniert. Das wird an anderen Dingen liegen. Steuerung schlecht. Aber wenn ich bremse, komme ich um die Kurve rum. Also ich muss immer ein bisschen beschleunigen. Und dann, wenn ich bremse, kann ich so ein bisschen rumsliden. Versuche jetzt absichtlich den Kraken zu beschwören. Nein, tu mir nicht. Ja, ich weiß, dass ich vorne ein bisschen schwebe, aber hilft ja alles nix. So. Ich meine, what's the worst that could happen, wenn man einen Tank voller Maschinenbauteile und zwei Solarpanels dran mit einem Rover, auf den man eine Material Processing Unit von 4 Tonnen oder sowas draufgeschraubt hat? Anderthalb Kilometer, naja, nicht ganz anderthalb Kilometer, aber schon ein Stück weit über den Mond schleift. Was kann passieren? Stimmt, wir können das Steering umschalten. Aber es ist enabled. Alles gut. Ja, und wir kriegen auch langsam die Drehung hin. Alles gut, wir wollen ja eh nicht schnell fahren. Also um Himmels Willen, wir wollen nicht schnell fahren. Ich habe keine Ahnung, was die Impact Tolerance von diesem Ding da ist. Aber wenn wir sie übersteigen, werden wir es gelernt haben, was die Impact Tolerance ist. Aber 3 Meter pro Sekunde scheinen okay zu sein. Wenn ich den Tankinhalt in den Rover pumpe, weiß ich nicht. Das wäre natürlich eine gar nicht so dumme Überlegung gewesen, aber hey. Jetzt sind wir unterwegs, jetzt ziehen wir das auch durch. Da muss man auch mal eisern sein. Nur weil man eine bessere Idee plötzlich hat, einfach vom Plan abzuweichen, finde ich nicht okay. So, wir müssen noch ein bisschen die Kurve kriegen. Wir haben fast nur noch 1000 Meter. Ich weiß, dass das für euch Folter ist, aber es macht Spaß. Es macht unheimlich viel Spaß. Einfach mit dem Rotz zu arbeiten, den man fabriziert hat, ist halt leider auch fürchterlich lustig. Wahrscheinlich explodiert auch gleich irgendwas als Strafe dafür, aber es ist egal. Ich will es wenigstens versucht haben. Ja, jetzt ziehen wir das durch. War ein ungewolltes Wortspiel, aber es ist ein gutes Wortspiel tatsächlich. So, 3,5 Meter pro Sekunde scheint auch okay zu sein. Deshalb lese ich den Chat immer nicht, weil ich immer irgendwas verpasse dabei. Auf irgendwas achte ich immer nicht. So, jetzt geht's bergauf so langsam gleich. Naja, noch geht's bergab tatsächlich. So, Clipping, Clipping. Was? Seit wann sind die Steine echt? What the fuck? Warum sagt das keiner? Auf dem Mars waren die nie echt. Oh nein. Oh nein. Warum sind die Steine echt? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, ein Solarpanel sind wir los. Ah. Selbstsoße, danke für dein Abo. Und what the fuck? Ja, plötzlich waren die Steine echt. Das stellt mich vor ganz neue Probleme. Ich war fest davon überzeugt, dass ich einfach durchfahren kann. Durch die Steine. Ging nicht. Ging nicht. Ging tatsächlich nicht. Gut, ein Solarpanel geopfert. Sowas passiert. Wir haben noch eins. Alles ist gut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht das Ding gegen den Stein schleudern. Aber sieht gut aus. Ja, es ist relativ wenig Stein unterwegs. Also es kommt jetzt noch so ein kleiner Hügel. Das wird nochmal spannend, da runter zu fahren. Noch 800 Meter. Das sieht aber alles gut aus. Ich meine, wir fahren mit fast 3 Metern pro Sekunde. Was übrigens gigantische 10 plus kmh sind, ne? Also wir sind gar nicht langsam unterwegs. Das ist gute Raumfahrt-Hardware. Gehält. Und natürlich auch dieser 4 Tonnen Nupsi da oben drauf. Macht es wahrscheinlich auch nicht besser vom Schwerpunkt. So.
Es ist keine exakte Wissenschaft, aber es ist Wissenschaft. Hügel geschafft. So, ich versuche mich mal langsam aber sicher auf die Moonbase von der Richtung her einzupendeln. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Das ist so. Kennt ihr das? Das ist wie dieses Flodders-Auto, wo einfach alles rangeschraubt ist. Oben noch so ein Sitz drauf. Die Flodders ziehen um. So ungefähr muss das funktionieren. Noch 600 Meter zu fahren. Chaka, und keine großen Steine im Weg. Ah, wir driften ein bisschen. Strom ist auch noch okay. Also ich glaube, wir werden in einem Stück ankommen. Autschi. Das war, glaube ich, mein Tisch und mein Fuß. Hashtag ohne Socken natürlich. So, nicht mal mehr 500 Meter. Nicht mal mehr 500 Meter. Fahrstuhlmusik im Hinterkopf, oh Gott, nicht zu schnell werden. Ich darf das, ich darf euch einfach nicht lesen. Ich werde immer vom Spiel bestraft, wenn ich euren Chat lese. Puh, und ich glaube, ich habe vorhin vergessen, dem Tort 10.000, 100.000, dem Tort 10.000 Dankeschön zu sagen fürs Follow. Oder du bist gar nicht aufgetaucht, das weiß ich nicht. Aber vielen Dank fürs Follow und ja, 38 Follower. Entweder ist heute schon wieder Bot-Invasion oder cool. Eins von beiden. Wir werden es sehen. So. Wir kommen langsam weiter. Und Xlinkai hat auch noch ein Follow dagelassen. Ja, und ich mache sicherlich nicht den Time Warp an Yin, weil dann die Physik durchdreht. Und ich glaube, das weißt du auch sehr gut, Jin. Und ich glaube, du sagst es mit Absicht. So, ein letzter kleiner Hügel zu bewältigen. Sieht alles gar nicht so schlecht aus. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Jetzt driften wir irgendwie seitlich. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen dem Hügel. Also 4 Meter pro Sekunde auch erfolgreich getestet, ungewollt, aber 200 Meter noch, wir können die Basis schon erkennen. Und jetzt gleich so mit einem schönen Slide einparken und mit dem Ding hinten einfach einmal die Agroponics wegreißen. Und dann siehst du so drinnen den Wissenschaftler so sitzen mit so einer Träne im Auge hinter dem Fenster so, nein, was habt ihr getan, ihr Idioten? So stelle ich mir das ungefähr vor, wie das bei den Kerbals abläuft mit der Raumfahrt. Ja, die einen machen schönen Wheelie draußen und freuen sich, dass das so cool geklappt hat, und die anderen sehen ihren Salat im Vakuum verschwinden. So sieht das aus. Raumfahrt ist eben kein Ponyhof. Oh Gott, meine Vorderräder haben überhaupt keinen Bodenkontakt mehr, ne? So, jetzt kommen sie langsam wieder runter.
eine schöne Fahrt, aber ich glaube auch eine nützliche. Aber wie ich Kerbal Space Program kenne, besteht das größte Risiko auf den letzten 10 Metern, weil da dann einfach spontan der Krake zuschlägt, weil irgendwas physiktechnisch geladen wird von der Basis und dadurch dann plötzlich der Rover einen kleinen Hüpfer macht und. So. So, Markus, versuch's jetzt nochmal mit deinem Link. Du hast 60 Sekunden Zeit, dich am Nightbot vorbeizuschummeln. So, jetzt leiten wir mal schon mal langsam die Bremsung ein, weil ich kann nicht so besonders gut. Nicht so besonders gut lenken, fällt mir immer wieder auf. Aber wir kommen schön rein, dann können wir hier den Tank mit dem Stein da verbinden, dann ist er auch fixiert. Und dann ist der Drops hier gelutscht. Und dann können wir das Zeug einfach nutzen. Oh Gott, bitte Bremse. Danke. Gott sei Dank. Ich dachte einen kurzen Moment, dass das nichts mehr wird mit der Bremsung. Müssen wir echt aufpassen. Der Rover ist jetzt leider ein bisschen höher mit seinem Aufbau. So, schön seitlich da reinsliden. So. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Handbremse. Okay. Und einmal den Vorderkopf anschlagen. Oh, nee, mit den Rädern klappt es ganz knapp. Dann geht man unten durch. Schwupp, 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 schwupp. So, jetzt können wir dann die Machinery nämlich irgendwo anders hin umleiten als nächstes. In irgendeinen anderen Tank. Von irgendwas anderem. Zum Beispiel in den da oben oder so. Und dann können wir das Ding für das verwenden, was wir machen wollen. So. Und wahrscheinlich können wir dann sogar was Cooles bauen. Ich könnte auch einfach einen direkten Link machen, ne? Schauen wir mal. Weil wenn der Tank leer ist, habe ich ja die Hoffnung, dass er nicht mehr 200 Tonnen wiegt. So, wartet mal. Da lang, ja. Passt. Link. Ich wollte da eh mal was machen. Und ich glaube, das bietet sich an. Da ist nämlich noch ein Habitation-Modul dran, wo Kerbals drin wohnen können. Und das kostet, glaube ich, 9000 oder sowas Machinery. Hallo Zockeraffe und willkommen. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich genug habe, um das auszufahren. Und Fluck hat auch noch ein Follow dagelassen. Willkommen, viel Spaß beim Zuschauen und wir probieren mal das Habitation Modul jetzt aufzublasen. Oh. Muss man das von draußen machen? Scheinbar. Ich hätte jetzt gedacht, das macht man von drinnen, aber nein, man macht es scheinbar von draußen. Bin extra reingegangen. So kann man sich irren. Dann hätten wir hier nämlich eine echte, schöne, alleinstehende Wohneinheit. Tada! So, und das müsste jetzt theoretisch. Ach nee, das verbraucht Material Kits, ne? Aber die Material Kits, die ich jetzt verbraucht habe, müssten Tanks frei gemacht haben, sagt die Theorie. Jetzt muss ich mal durch die Teile durchschalten. Container Tank Flat, Bravo Reaktor, Debris. Ja gut, du bist gar kein Debris, aber ah, da liegt auch noch das Ding rum.
Und danke auch für dein Follow, Zockeraffe. So, jetzt. Nee, das ist die Ground Pylon. Oh Gott. Wie gesagt, das ganze Zeug muss ich mal irgendwie kaputt machen. Kaputt. So, du hast nichts verbraucht. So, du hast Material Kits jetzt weg. Sehr schön. Das heißt, wir können doch eigentlich... Wo hat er denn die restlichen Material Kits hergenommen? 4, 5? Ah, da waren bestimmt hier drin auch nochmal 4500. Dann sind die jetzt leer. Das heißt, wir könnten jetzt einen dieser Tanks einfach umstellen. War das gerade irgendwie? Ja. Sehr gut. Passt auf. Jetzt stellen wir einen der Tanks um und pumpen das einfach weg. Und dann haben wir einen leeren Tank. Anlink, so. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, heute ist richtig Mond-Action, ne? Bin mir gar nicht so sicher, ob wir heute noch dazu kommen, das Space Camp aufzulösen. Ich meine, die haben noch ein paar Tage und wir sind hier echt gut beschäftigt. Aber das dachte ich mir auch, dass das irgendwann mal so wird, dass wir mehr auf den Bases rumeiern und an unserer Kolonisierung arbeiten, als Raumfahrt betreiben. Und jetzt ist halt gerade, naja, Moonbase, hier lernen wir halt alles. Hier üben wir, wie es funktioniert und vor allen Dingen auch, wie es nicht funktioniert. Damit wir nicht irgendwann mal bei Duna uns in den beißen. Weil wir festgestellt haben, dass wir 2 Jahre unterwegs waren und das so nicht funktioniert, was wir aufbauen. Dum, didum, didum. So, und jetzt will ich da oben hin. Ups, stand ich unter der Leitung, glaube ich. So, jetzt will ich da oben hin, um einmal diesen Tank umzustellen. So, wir brauchen den für Machinery, sehr schön. So. Da, 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 da. Und dann muss der Insasse dieses wunderschönen Fahrzeuges. Und safe. Vielen Dank für dein Follow. Und viel Spaß beim Zugucken. So. Da ist er. Da ist er. Also, wir wollen von hier uns die Machinery holen. Sehr schön, dann ist schon mal nichts schlecht geworden. Dann wird das Ding jetzt wieder mit dem Rover verbunden. Rutscht hier irgendwas? Irgendwas macht... Achso, ja, wir verschieben uns jetzt, weil sich das Gewicht verschiebt. Das ist sehr verstörend. So. Naja, wenn das im Stück rumliegt, ist es tatsächlich interessant, weil wenn ich es disassemble, kann ich Material Kits daraus machen. Soweit ich weiß. Und das würde ich halt mal mit irgendeinem Bauteil testen wollen. Indem ich einen der Tanks hier auch auf Material Kits umstelle und das mal zerlege hier, weil die Hoffnung wäre, dass ich so aus Trümmern Material Kits herstellen kann vor Ort. Und ich glaube, das funktioniert nämlich so, weil immer wenn ich Dinge einfach so zerlege, falsche Richtung. Einmal wenn ich Dinge einfach so zerlege, bekomme ich eine Nachricht, Material Kits, aber die sind weggeschmissen worden, weil ich nichts zum Speichern hatte. Und meine Überlegung wäre, wenn man dann mal sagt, das Ding hier zum Beispiel ist auf Warehouse eingestellt und auf Material Kits und man zerlegt irgendwas in 150 Meter Umkreis, dann wird das da gespeichert oder so. Aber es ist nur eine Unterstellung. Schön könnte man da natürlich auch mal den Rover nehmen, um einfach seinen Tank auf Material Kits zu stellen. So. Gut, jetzt können wir das hier unlink. Dum, dum, dum.
Was wiegt der Tank jetzt? Das weiß ich nicht, aber ich werde es gleich rausfinden.